Hey, ich bin Klette. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute habe ich meine August-Favoriten für euch. Ich war ja die Hälfte des Augustes nicht da. Ich war ja in Spanien im Urlaub und dachte mir aber trotzdem, ich drehe ein Favoriten-Video, weil ich einfach finde, dass es sich trotzdem lohnt. Und ich mache jetzt eigentlich Favoriten-Videos nicht monatlich. Ich dachte immer, das kann man eigentlich mal einführen, weil es irgendwie immer in jedem Monat neue Produkte für mich gibt, die ich entdecke und die ich gerne mag. Und die möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ein paar kennt ihr vielleicht schon von mir, aber es sind auch wieder neue dabei, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Zuerst den Beauty-Kram. Ich habe zuerst hier einen Nagellack. Das ist von Essie. Das ist ein Topcoat, also ein Überlack. Und zwar ist es der Go-To-Go-Lack. Der ist sehr, sehr gut, wenn man Nagellack aufträgt und den als Überlack verwendet, dann trocknet er richtig, richtig schnell und dann kann man gleich losgehen und muss nicht noch stundenlang warten, bis der Nagellack getrocknet ist. Wenn man zum Beispiel zur Schule möchte, kann man halt sofort los, deswegen ist es ganz praktisch. Und den Nagellack, den ich sehr oft getragen habe diesen Monat, ist auch von Essie ein Lack. Das ist die Farbe Shirts and Thrills. Die mag ich sehr gerne. Das ist so ein ganz kräftiges Blau. Der ist aus der Neon Collection gewesen und die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann ein weiteres Beauty-Produkt. Das ist von Alverde, das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Das panzert halt die Augenbrauenhaare so richtig schön am Gesicht fest. Und das ist gerade bei meinen Augenbrauen wichtig, weil die total buschig sind und ziemlich lang. Und deswegen brauche ich sowas halt, weil sonst würde das so rumstrubbeln und das wäre nicht schön. Dann ein Produkt, das habe ich auch diesen Monat entdeckt. Das ist in meiner Pinkbox gewesen und zwar von L'Oreal Skin Perfection. Das ist ein optischer Retuschierer. Das ist so eine Creme, das sieht so ein bisschen aus wie von Benefit, dieses Professional-Zeug. Und das schmiere ich mir immer hier so gerne ein bisschen hin, weil da meine Poren ein bisschen größer sind. Und deswegen verwende ich die dort gerne und auch so noch so ein bisschen in der T-Zone. Und das mag ich sehr gerne dafür. Da wird die Haut ganz weich von. Und das ist ziemlich cool. Und dann habe ich auch noch ein Haarprodukt. Das ist von Moroccan Oil, dieses Treatment, also dieses Haaröl. Und das sieht so aus, also es ist in so einem kleinen Fläschchen. Und dieses Mini-Fläschchen, da sind drin 15 Milliliter, nee, 25 sogar. Und das kostet 15 Euro. Und für den Preis geht das ganz schön schnell leer. Also das hat mich ein bisschen geschockt, aber es ist wirklich verdammt gut. Das riecht vor allem total schön. Das ist so ein marokkanischer Duft, so stelle ich mir so einen Markt vor zum Beispiel. Und das riecht so schön, wirklich so richtig orientalisch. Und ich mag den Geruch richtig gerne. Also ich finde sowas total toll, wie auf so einem Bazar riecht das. Finde ich wirklich richtig cool. Und das ist auch einfach ein Haarprodukt, was ich sehr lieben gelernt habe in den letzten Wochen. Und das ich sehr gerne mag. Es ist teuer, aber es lohnt sich wirklich. Also meine Haare sind davon richtig, richtig geschmeidig geworden. Ich habe auch fast gar keinen Haarbruch mehr an den Spitzen. Die sind richtig kräftig und vor allem mega weich. Und das ist halt echt, also das Geld lohnt sich schon. Man muss halt wissen, ob man da so viel Geld für ausgeben möchte. Ist halt dann, ne, bei jedem anders, andere Meinung, aber gut. Ich mag es gerne. Dann habe ich von Fah Vitamin & Power Vitamin E und Guave so ein Duschgel. Das habe ich für den Urlaub gekauft. Wollte ich eigentlich noch nicht aufbrauchen, hat nicht so ganz geklappt. Ich habe da noch ein anderes Duschgel mit gehabt, das habe ich dann auch noch so parallel benutzt. Und das ist aber auch toller Duft. Also ich habe ja auch von Fah dieses Vitamin Power mit Pink Grapefruit, was ich sehr gerne mag. Das habe ich ja schon, glaube ich, viermal nachgekauft oder so. Und das ist jetzt eben das mit Guave und das riecht richtig, richtig, richtig toll. Ich finde diese Vitamin & Power, die riechen so fruchtig wie so eine Frucht. Also wirklich, da willst du reinbeißen und das riecht so toll. Wenn das auch noch so gut schmecken würde, ich habe ja schon mal das andere probiert. Ja, ich habe ein Duschgel probiert. Klingt verrückt, ist es auch. Aber egal, also schmecken tut es nicht, braucht ihr gar nicht probieren. Hat halt so gut gerochen, deswegen dachte ich mir, hey, probieren wir das doch mal. Aber egal. Dann habe ich noch einen Lippenstift, das ist von Maybelline Baby Lips, der Lippenstift. Oder, naja, der, das ist so eine Art, also so ein Pflegestift eigentlich mit Farbe dran. Ich kenne die Baby Lips, ja. Das ist die Farbe Pink Punch. Und den mag ich sehr gerne, weil das eine ganz, ganz leichte Farbabgabe hat. Der ist sehr schier, aber man merkt trotzdem, dass man eine Farbe auf den Lippen hat. Ich trage jetzt nicht oft Pink und das ist für mich eine Farbe, die mich so ein bisschen in Pink-Lippenstift eingeführt hat, weil ich halt vorher ganz abgeneigt, deswegen war ich, und dann sehen immer die Zähne so gelb aus, das mochte ich gar nicht. Deswegen, ein Favorit, weil er mich eben so ein bisschen
zu pinken Lippenstiften näher geführt hat. Deswegen wird auf jeden Fall ein Favoritenvideo von mir, weil ich den oft benutzt habe. Dann habe ich auch noch eine Foundation, die kennt ihr jetzt auch eigentlich von mir. Das ist von L'Oréal Paris Nude Magique Eau de Teint. Diese ganz flüssige Foundation, die eben aber trotzdem eine schöne Farbabgabe hat und die auch das Gesicht sehr ebenmäßig erscheinen lässt. Die ist außerdem, wie ich finde, deckend genug. Also ich brauche da nicht noch einen Concealer drüber. Gerade unter den Augen finde ich das vollkommen ausreichend. Und die merkt man eben auch fast gar nicht auf dem Gesicht. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht und aber trotzdem ein schönes Ergebnis. Also da finde ich, dass da L'Oréal wirklich gute Arbeit geleistet hat. Dann habe ich auch noch von Far Luxurious Moments Verführerischer Duft ein Deo. Das riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich spüle es ein bisschen rum. Riecht mein Zimmer gut. Das riecht sehr blumig, finde ich. Aber trotzdem sehr süß, so ein bisschen wie so ein Victoria's Secret Body Spray, finde ich. Also es riecht wirklich sehr, sehr schön und ja, man kann diesen Duft irgendwie schlecht beschreiben. Also, naja, ich finde es blumig, aber trotzdem süß und ja, fruchtig, vielleicht nicht weniger, aber trotzdem, toller Duft. Also auf jeden Fall empfehlenswert, wie ich finde. Dann habe ich auch noch eine Haarkur, das ist von Buhl, eine Feuchtigkeitsaufbau-Gelkur für trockenes und sprödes Haar. Gelkur, weil das eben so eine Geltextur hat, die ist sehr, sehr fest, was aber durchaus von Vorteil in der Dusche ist, weil da halt nichts die Hand runterlaufen kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch, weil mir nämlich schon einige Haarkur immer so, dann habe ich die in die Hand genommen und dann war die Hälfte irgendwie auf dem Boden. Ich weiß nicht, und das ist auf jeden Fall hier ein Vorteil von diesem Produkt, weil es einfach schön fest ist und vor allem auch die Haare sehr geschmeidig macht. Ich habe das auch heute Morgen benutzt und dann in Kombination mit diesem Haaröl und das macht meine Haare wirklich sehr, sehr geschmeidig und sehr, sehr weich und das mag ich sehr gerne. Und dann habe ich, das hatte ich schon gezeigt, genau das hier. Das ist von meiner MAC-Palette und da habe ich eine spezifische Farbe, die ich sehr gerne mag. Das ist Woodwinked. Woodwinked ist für mich die perfekte Farbe für meine Augen, weil ich habe grüne Augen. Und das ist halt so ein Gold-Braun-Ton. Und der lässt irgendwie meine Augen, also meine Augenfarbe richtig hervorstechen. Deswegen trage ich den total gerne um den Wimperkranz herum verblendet. Und dann so ein bisschen smoky, so ein Grunge-Look. Und dazu trage ich die wirklich sehr gerne. Und deswegen ist es wirklich ein Favorit von mir, diese Farbe. Und ein totaler Favorit für den Monat August, weil ich das wirklich fast täglich getragen habe. Dann geht's weiter mit meinen Bücherfavoriten. Da habe ich zuerst ein Buch von Kira Cass, das ist The One. Das dritte Buch aus der Selection-Reihe. Wer die kennt, der weiß, dass das noch nicht auf Deutsch draußen ist, sondern nur auf Englisch. Und ich habe das auf Englisch gelesen, weil meiner Meinung nach Bücher auf Englisch besser sind als auf Deutsch, wenn die übersetzt sind. Deswegen, ja, auf jeden Fall auf Englisch gelesen und ein sehr tolles Buch. Ich finde es wirklich, wirklich toll, ohne jetzt spoilern zu wollen, weil ich weiß, dass viele meiner Zuschauer auch gespannt auf dieses Buch auf Deutsch sind. Und wenn ich jetzt das Ende verraten würde, wäre das sehr, sehr gemein. Deswegen, mein Mund ist verschlossen. Genau. Dann habe ich noch weitere Bücher, das sind aber Hörbücher, deswegen kann ich sie euch jetzt nicht zeigen. Aber ich werde euch jetzt hier das Buchcover einblenden. Einmal von, ich weiß gar nicht jetzt von wem das ist, auf jeden Fall heißt es Vergissmeinnicht. Vergissmeinnicht ist ein Buch, das ich wie gesagt als Hörbuch gehört habe und zwar bei Crazy Lisa Books, das ist eine YouTuberin und die hat eine total tolle Stimme und deswegen ist es einer meiner Lieblings-YouTuberinnen, was Hörbücher angeht. Und die hat auch noch Blaubeertage vertont und Dämonenblut. Und das sind auch noch Bücher, die ich sehr gerne gehört habe und die ich wirklich toll fand. Von Vergissmeinnicht hat sie jetzt schon das zweite Buch angefangen vorzulesen. Da ist, glaube ich, jetzt der erste Part raus. So ein Part dauert aber eine Stunde und dann hat sie davon irgendwie mehrere, also weiß ich, 9 oder 10 Parts immer pro Buch. Kommt drauf an, wie lang das ist, je nach Länge des Buches. Und Blaubeertage und Dämonenblut sind jeweils Bücher, die also keine Fortsetzung haben. Das sind halt Bücher, die kann man durchhören, dann sind sie vorbei. Also keine Trilogie oder irgendwie sowas. Und alles tolle Bücher, die ich sehr gerne mag. Vergissmeinnicht und Dämonenblut sind Bücher, die nicht ganz, also nicht realistisch. Klar, die sind irgendwie, es ist ein Buch. Ein Buch ist nicht immer alles realistisch. Das ist klar, es ist alles Fiktion erfunden. Aber das sind Bücher, das sind zum Beispiel so übernatürliche Sachen. Wenn man das nicht mag, dann würde ich das eher nicht lesen. Dann würde ich eher Blaubeertage lesen, weil da ist das nämlich, glaube ich, nicht. Genau, gibt es da nicht.
Und dann Food-Favoriten, da habe ich ein Knusper-Müsli. Das ist von Vitalis Knusper Plus Multifrucht. Das ist mit Cranberries und Apfelstücken und ich finde das so lecker. Ich lese es. Jetzt bin ich wieder bei den Büchern. Ich esse das total gerne zum Müsli, aber mache es noch in mein Porridge rein. Dann wird es halt noch so crunchy und das finde ich total lecker. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Favorit von mir. Und Cranberries, ich bin sowieso ein Cranberry-Fan. Ich habe meine Cranberries mit weißer Schokolade überzogen gegessen. Das war so Joghurt noch drum und oh Gott, das war so lecker. Und dann war ich auch noch im Urlaub, wie ich euch vorhin erzählt habe. Und da habe ich gerne Pfirsiche gegessen. Und die haben da so lecker geschmeckt. Die waren wirklich, ohne Witz jetzt, die waren so riesig. Das waren auch, glaube ich, Nektarinen oder Pfirsiche, eins von beiden. Auf jeden Fall die mit der glatten Oberfläche. Es gibt immer welche mit der rauen, das sind, glaube ich, dann die Pfirsiche. Aber Nektarinen sind ja eher so glatt, glaube ich. Und die waren wirklich so, das war so wie ein Apfel. Und die waren so lecker auch. Ich habe davon wirklich am Tag, weiß ich nicht, 3, 4 gegessen. Ups. Und ja, also es war sehr lecker und Dann habe ich auch noch ein paar Musikfavoriten. Und zwar einmal von Taylor Swift das neue Lied, Shake It Off. Das finde ich total cool. Ich mag Taylor Swifts Musik total gerne. Das ist jetzt nichts Typisches für sie. Also sie meinte ja, sie macht in dem neuen Album, das heißt ja 1989, das da macht sie so ein bisschen neue Musik. Also nichts, was sie bis jetzt gemacht hat, aber das finde ich cool, weil sie entwickelt sich halt weiter. Sie wird älter, aber ihre Fans ja auch. Und deswegen, also mir gefällt es zum Beispiel sehr gut. Dann habe ich auch noch von einem YouTuber, von Troye Sivan, ein Lied, das ich sehr gerne höre. Das ist Happy Little Pill. Happy Little Pill ist einfach, ja, das ist ein ziemlich cooles Lied. Ich mag das, ich höre das echt gerne. Und das ist auch ein Lied, das kann man auch öfters nacheinander hören. Ich habe das wirklich, glaube ich, mit also meiner Schwester, habe ich jetzt, glaube ich, so 4-mal in Dauerschleife gehört. Und das war immer noch nicht langweilig. Ich fand das dann immer noch cool. Naja. Und dann habe ich auch noch Skrillex. Skrillex habe ich gerade im August irgendwie oft gehört. Und zwar habe ich einmal Bangarang. Dann habe ich Summit, das ist mit Ellie Goulding. Ich liebe ja Ellie Goulding und Ellie Goulding und Skrillex zusammen in einem Lied. Was will man mehr? Und dann noch Scary Monsters and Nice Sprites. Das ist auch noch ein Lied, was ich gern von denen gehört habe. Das ist, glaube ich, auch das neueste, also eins der neuen. Die Omega hat ein neues Album, glaube ich, am Start. Und das, genau. Ach ja, und von den Sia Chandelier, das habe ich auch gern gehört. Ja, das sind so meine Musikfavoriten, die ich im Moment im Urlaub auch sehr gerne gehört habe. Ja, genau. Habe ich noch irgendwas? Genau. Von Charlie XCX. Das ist ja eine Musikerin, die den Soundtrack gemacht hat von The Fault in Our Stars. Ich habe ja diesen Film so geliebt. Ich habe das Buch auch geliebt, aber der Film, der war auch echt toll. Ich suche gerade das. Genau da. Das heißt Boom Club. Und das ist ja ein Lied, das finde ich irgendwie cool. Das macht eine gute Stimmung, obwohl das halt so in einem Film ist. Ja, ja. Ich werde auch alles geheult. Ja, ich weiß nicht. Also, das Lied ist toll, ich mag das gerne und genau. Das waren alle Musiktitel, die ich gerne gehört habe. Jetzt kommt's zur Kim Kardashian App. Wer suchtet noch alles die Kim Kardashian App? Also, ich bin ja ein bekennender Fan der Kim Kardashian App. Das hört sich so komisch an, die Kim Kardashian-App zu spielen, aber da kann man ein Star werden. Man kann da ein Star werden und ganz groß rauskommen. Man kann zum Beispiel Model werden, man kann aber auch Filmstar werden, man kann Fashion-Ikone werden, aber es macht total Spaß, das zu spielen. Okay, das ist richtig lustig. Da macht man dann so Fotoshootings und dann kriegt man Fans. Ja, ne? Also das ist mein Spiel. Also das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, wie ich finde. Und ja, naja, da muss man da eben so Shootings machen, man hat bestimmte Zeit dafür. Ja, genau. Das ist das Kim Kardashian-Spiel, was ich im Moment suchte. Frieda übrigens auch. Wir sind doch ungefähr so im Moment im gleichen Level. Ich glaube, ich bin auch in Level 11, bin aber fast in Level 12. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch. Vielleicht auch morgen mal gucken. Auf jeden Fall ist es eine App, die ich sehr suchte im Moment. Ja, genau. Das waren alle meiner Favoriten für den Monat August und allen möglichen Bereichen. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich öfters Favoritenvideos machen soll. Ich finde es irgendwie cool. Ich mag Favoritenvideos zu drehen, weil es einfach Sachen sind, die ich gerne mag und die ich an euch empfehlen kann. Und wenn ihr dann noch was von habt, ist das natürlich auch cool für mich, weil ich euch was empfohlen habe. Und ja, genau. Das war alles, was ich euch zeigen wollte, wo ich mit euch drüber reden wollte. Eine Frage noch.
Mir ist noch gerade was eingefallen. FAQ. Ich wollte eigentlich noch ein Hangout machen, jetzt in den Ferien. Ich weiß nicht genau wann, dachte mir aber, es wäre ganz cool, weil ich ja noch ein Zuschauertreffen machen möchte in Hannover. Da habe ich ja, auch schon in mehreren Videos jetzt das mal angesprochen. Ich glaube, ich habe auch schon eine Zusage, also eine Person, die sich dafür interessieren würde. Was ich jetzt fragen wollte, ist wann. Also wann habt ihr Zeit, nach Hannover zu kommen? Wir haben ja noch Ferien hier, noch ungefähr so 10 Tage, 10, 11, 12 Tage, weiß ich nicht, sowas in der Art. Und deswegen eignet sich das eigentlich irgendwie dann morgens oder, okay, morgens ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eher so mittags, nachmittags, dachte ich jetzt, so um den Dreh, dass man sich da irgendwie immer trifft. Keine Ahnung, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viele Zuschauer in Hannover, weil ich finde irgendwie, wenn es jemanden in meiner Nähe gibt, der meine Videos guckt, dann kann ich den doch auch treffen. Ich meine, ich habe da sowieso Bock drauf. Ich meine, ich kann jetzt nicht irgendwie ein Zuschauertreffen in irgendeiner Stadt machen, weil ja alle irgendwie verstreut wohnen. Und das wäre dann auch viel zu teuer, da noch ganz hinzufahren. Deswegen, ja, dachte ich mir so, hey, wenn da in der Nähe, wo ich wohne, noch welche wohnen, dann treffen wir uns eben. Ich meine, das ist doch cool, da so ein paar Kontakte knüpfen zu können, um mit meinen Zuschauern zu reden. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und deswegen wollte ich halt entweder ein FAQ machen oder halt ein Hangout. Wäre dann halt gut, wenn dann die Leute einschalten, die das dann, also die sich dafür interessieren würden. Ja, genau. Mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen, das war's jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Favoritenvideo. Wie gesagt, ich drehe gerne Favoritenvideos. Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!